Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2. Und wir sind immer noch in dieser schicken Wüstenpyramide hier unterwegs. Aber da wir nun einen Anti-Schwerkraft-Dinger haben, aua, dürfte das Ganze viel leichter von der Hand gehen, hoffe ich mal. Okay, ich muss auf jeden Fall mich vor diesen Statuen vorsehen. Die machen böse Aua. Ah, so hoch. Hopp. Au. Das war auch nicht schön. Ah, ich vergesse immer, dass ich mich da rüber hangeln muss. Und tippen. So. Hier brauchen wir noch eine Truhe. Dann dürften wir auch hier rankommen. Dazu war gar nichts. Doch, kann er. Ja, Gott sei Dank gibt es den Schwein. Und hopp. Und neue Mumienfreunde. Ja. Ihr seid hässlich und stinkt und habt komische Sicheln. Oh, aber ein sehr schöner Teich hier vorne. Sieht allgemein wieder ziemlich schön aus, die Gegend hier. Also das Wüsten-Setting. Wenn mir das Eis-Setting irgendwie besser gefallen hat. So. Flaschen. So. Und die andere Erfahrung, da will ich auch noch gerne. Dankeschön. Und dann müssen wir hier wohl... nein. Oh. Boah. Heilige Scheiße. Kann ich da die Schwerkraft nicht ein bisschen außer Kraft setzen? Vielleicht? Nein, da wollte ich sie nicht außer Kraft setzen. Da auch nicht. Ich will das Ding. Komm schon. So. Jetzt. Jetzt ganz schnell hier durch. Ah. Okay, da hat mir das die Schwerkraft in Haut, also die Schwerkraft gegen die Haut gerettet. Und hallo, du Sommer. Mir scheint, hier kommt noch was anderes. Interessantes gleich. Ich habe nämlich irgendwas gerade hier hauen gehört. So. Da steckt auf jeden Fall ein Goblin-Speer drin. Naja, wir sind auch ziemlich vielen Goblin-Mumien begegnet. Das sieht aus wie Finger. Ich glaube, es sind Finger. Oh ja, das klingt definitiv nach Jaulen. Wie komme ich da runter? So nicht. Ah ja, so komme ich wenigstens da hoch. Um sie wieder zu beleben. Kann ich mich da dran festhalten? Ja, kann ich. So, und jetzt hier da hoch. Und hier rüber. Du sollst das Schild hochheben. Ah, Mann.
Aua. Nehmen wir mal nicht an, dass ich dich irgendwie einhaken kann. Nein, aber ich kann dich wahrscheinlich umgedrückt halten, oder? Ja, so habe ich mir das doch fast gedacht. Noch eine Kiste dazu, dann bist du auch noch schwerer. Naja, okay. Lassen wir das. Jetzt müsstest du aber da drüber kommen, oder? Ja. Der Ort hier sieht nach... Die Dame zuerst. Diesen Skorpion, ich wollte es Krabbel sagen. Auf was muss ich zielen? Stachel wirkt nicht. Das da kann ich auch nicht irgendwie anheben. Ich kann dir was auf den Kopf fallen lassen. Das beeindruckt mich aber auch nicht. Oh. Ah ja, vielleicht klappt das so. Wow. Komm, stich zu. Oh, gerade wo es lustig wurde. Okay. Bringt mir hier die Schwerkraft was, um da hochzukommen? Scheinbar nicht. Ah, vielleicht mit dem Turm zusammen? Ja, fast. Also wieder riesige Tiere, hä? Zwei Fähigkeitspunkte ist schon mal gut. Und noch so ein... Ja, nee, oder? Das bringt nichts. Das schaltet wenigstens den Spiegel aus. So. Aber ich glaube, die Kanonenkugel kann ich nicht abblocken, oder? Doch, kann ich. So, das sind nämlich wenigstens die hinteren. Abgedeckt. Na, lass mich raten, da muss ich da dagegen leuchten irgendwie, hä? Nein, ich will dich nicht. Ich will nicht dein Freund sein. Aua. Das war aber nicht nett. Freundschaften schließt man anders, Jungs. Aua. Die Kammer hier ist nicht beleuchtet. Nein, dafür gibt es hier nur wieder Goblin-Minion. Geht, lasst mich in Ruhe. Ah, nächster Safe Point. Will aber hier noch ran. Wow, wow, wow. Aua. Okay. Das verbrennt schon mal hier. Kann ich auch an der anderen Seite anheben? Nein, kann ich nicht. Das kann ich nur rösten da drin. Nein. Wow. Ah.
Und das geht wahrscheinlich auch nicht, hä? Nee, die kann ich nicht nach unten leiten. Das kann ich nur so feuern lassen. Kann ich vielleicht hier ein bisschen nur die Türme rumballern lassen und so das Licht runterholen. Das will ich noch ausprobieren. So vielleicht? Nö. Bringt er mir Nikes. Moment, halt mal, ich weiß, was mir was bringt. Du weg. So. Bingo. Gut. Ja, nee. Ah. Nicht gerade nett. Schwerkraft, dann kannst du mal da oben von mir aus ruhig baumeln. In der Schwerkraft, so. Ah, so. Ah. Tja, bringt nichts. Na, komm ruhig her. Ja, komm noch mal hier. Ja. Aua. Das war nicht so nett. Kann ich da was dran spaxen? Ja, kann ich. Und von der anderen Seite müsste das genauso gehen. So komme ich nämlich auch an die Erfahrung noch ran. Hoch. Nein, nein, nein. Mist, Mist, Mist. Halt still. Wirst du wohl herkommen? Mist. So, hoch. Und dann das andere noch. Oh, wie nett. So. Du kannst da weg. Und dich kriege ich auch noch klein. So. Genau. Was zum... Okay, nächster Schritt. Wir wollen hier durch an die andere Schatzlade. Kommen wir sogar super ran und finden wahrscheinlich das Sammlergedicht. Die Prüfung von Geist, Können, Kraft. Wenn sie zu bestehen ihr schafft, sollt vom alten Schatz ihr kosten. Vom Schatz im Westen und im Osten. Super.
Wieder sein sinnloses Sammlergedicht. Die vom Hauptspieler gaben ja noch einigermaßen Sinn. So. Aha, und jetzt müssen wir wieder hier zurück. Ohne uns so zermatschen zu lassen. Und hier hoch, ne? Irgendwie. Hoch. Anti-Schwerkraft, Pfeil, Leitschild. Und an dieser Stelle wieder einen Cut. Bis gleich.